Wenn ich jetzt die Aufnahme starte, habe ich jetzt gemacht? Ja, ich glaube schon. Mal gucken, weil ich weiß gerade nicht, ich weiß schon lange nicht mehr die Einstellung von meinem Aufnahmeding. Vom Stream selber ja, aber von meinen Aufnahmen, ob ich da was geändert habe, müsste ich mal gucken. Ich habe jetzt einfach mal die Aufnahme gestartet. Erstmal herzlich willkommen hier auf YouTube. Boah, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Heilige Scheiße. Probieren wir es einfach mal. Ich nehme es mal auf. Es ist nur ein Versuch. Es ist jetzt gerade nicht, dass das wirklich dann hochgeladen wird. Vielleicht ist die Aufnahme auch voll für den Arsch dann. Okay, Moment, da ist doch jemand. Ah, ja, da sind sie. Die Raben Direkt vor sind. uns. Der ist da reingelaufen. Einer ist im kleinen Häuschen da drin. Einer ist links. Einer ist links bei den Raben da hinter dem. Ja. Wir schießen gerade die ganze Zeit parallel. Das sind zweimal parallel Getroffen. geschossen. Weiß nicht, ob er noch in diesem kleinen Häuschen ist. Da hinten, da hinten ist einer. Einer ist da hintergelaufen. Okay, das sind die ganz schön weit auseinander. Also einer ist jetzt durch diesen Gang gelaufen. Den da hinten, bei dem Wagen Der hat habe ich ein. einmal gehittet. Okay. Boah. Also der ist aus seinem Häuschen rausgelaufen anscheinend. Hedge, Oh, sind was? sie Das noch war da? kein Headshot? Kann sie mal killen. Da bei dem Wagen. Hier. Okay. Die Frau oben, die ist, glaube ich. Moment. Ihm Der ist immer noch entkommt. da hinten. Oh, Alter, der hat Blutungsmunition. Bei dem Wagen. Ja, Vorsicht, der andere, der hat auch gut auf mich geschossen. Ist der. Scheiße, dass ich den wieder nur hitte. Ja. Oh, das war sowas von safe im Headshot. Ich frag mich gerade echt, wie Ja, ich das habe davor leider funktioniert auch hat. irgendwie Ja, ich habe hier nur den Kopf nicht gut gesehen. getroffen. Das war ganz merkwürdig. Wieder was geschossen hier? Das war ein Schalldämpfer. Fuck, ich sehe es einfach nicht mehr. Ich sehe es aber auch nicht mehr. Das ist aber nicht gut, wenn ich nicht die nicht sehe und die wissen, wo wir sind. Das ist halt das. Ist da was? Nee. Der oben im Fenster? Ja, also das Fenster hier ist offen, ja. Nicht, wie kann es sein, dass ich den nicht getroffen habe? Ich raff grad nicht, ich kann da rausschießen, aber ich sehe den da nicht. Weiß nicht, ich habe die ganze Zeit da reingeschossen und der schießt sogar die ganze Zeit, aber ich habe keinen Treffer. Ich schieße es einfach durch die Wand die ganze Zeit, aber. Hä? Das verstehe ich gerade. Muss man ein bisschen aufpassen, weil meine Munition ist echt nicht so. Scheiße, ich überlege gerade, ob ich kurz hinter den Zaun renne und mal umrenne, weil die wissen beide, ich habe Angst, dass die uns gleich umrennen. Das ist von rechts irgendwo der Ja. andere, Vor der allem der Herr, eine ja. tut uns gerade gut. Oh fuck, ja, der eine ist. Boah, der ist relativ close, der pusht langsam ein bisschen nach vorne. Wo Voll war der? erschrocken gerade. Hier irgendwo, also Okay. da irgendwo bei dem Häuslein wieder, wo der vorher war. Ich mach das Ding zu. War er außerhalb des Zauns oder noch im. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Scheiße, die haben viel bessere Pulse wie wir. Wie hat dann da geschossen jetzt?
Nach mich nervt's, dass ich den einen Schuss so versammelt habe am Anfang. Ich springe jetzt dass mal er kein Headshot war. Hinter den Zaun. Und renn mal ein bisschen in den Wald rein. Kann nicht sein? Also ich bin mir so sicher, dass ich auf den hier drauf bin. Also ich glaube, er war etwas außerhalb vom Zaun gerade. Ich sehe aber auch keinen. Oh, was schießt du? Den Typen im Fenster. Hat getroffen. So, hier ist der Zaun. Das ist mal doof. Das war ich. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Ich habe bald ein Problem. Ich weiß nicht, wo die sind, muss ich zugeben. Keine also Ahnung. Nächsten also einer war oben am Fenster, habe ich getroffen. Ich weiß aber nicht, ob er eventuell tot ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich gehe mal nicht davon aus. Also hier unten sehe ich gerade niemanden. Sechs Schuss noch, das ist nicht gut. Hab ich den vielleicht doch gekillt? Ja, aber wenn dann nur einen, oder? Ja, den am Fenster. Fuck. Wow, what the fuck? Von wo? Ja, bei dem anderen Fenster. Nein, das sieht er beim Fenster, okay. Bei welchem Fenster ist er? Ja. Ist doch zu das Fenster. Hat aber gerade rausgeschossen. Nee, ist nicht zu, das ist doch offen. Oh, dann ist bei mir genau der Baum davor. Zeichen, geh weg. Ach, Kacke. Der andere sneakt hier. Glaube ich zumindest. Wow, der ist der hier. Hat bei mir hier reingeschossen, ja. Der ist hier bei mir, ja. Hit, hab ihn! Einen hab ich. Nice. Oh. Hier ist eine Laterne. Das hat er nicht kommen sehen, dass ich da bin. Kannst du ihn markieren? Ist er bei mir vor mir irgendwo? Oh nee, der ist relativ weit weg. Hier beim Zaun, bei dem großen Baum. Ach so, so weit hinten ist er, okay. Ja, der ist weggelaufen, als ich einmal daneben geschossen habe. Ich glaube. Nee, da komme ich nicht hin. Dass der eine rauskommt und langsam jetzt zu uns kommt, weil er jetzt ein bisschen unter Druck ist. Wir müssen den auf Druck setzen, glaube ich, aber er aimt halt wahrscheinlich die Leiche ab von dem Typen. Natürlich, enter die ab. Ich komme halt nicht. Er pusht mich. Ja, ich seh's. Da, genau da ist er. Er hat eine Schrotflinte. Ich habe ihn getroffen. Wo ist er denn? Direkt vor mir. Hinter dem Ding war's. Ja, genau, hinter dem Heuballen. Ja, das ist nicht dein Ernst, oder?
Dass er natürlich jetzt eine Schrotflinte hat, ist natürlich jetzt belastend. Hast du ihn gesehen, oder? Oh, nice. Das ist jetzt einfach eine Verstärkungsbombe. What? Der hat der Nekromant! LOL. Arschloch. Halt dich. Jetzt. Ja. Ah, Mist! Ich dachte, er ist noch dahinter. Naja, schade. Der war gut, leider. Ich hab das nicht. Der war zu schnell irgendwie gerade. Ich hab das gerade nicht gerafft. Also gut zu wissen, dass auch wenn jemand brennt, man mit Nekromant ihn holen kann, anscheinend. Ja, die hatten anscheinend perfekt ausgerüstet, dass er widerstandskräftig hat. Aber lustig, ich habe ihn angezündet. Deswegen, mich hat's gewundert, dass ich einen Hitmarker bekommen habe. Weil als ich den angezündet hab, ne? Habe ich ja einen Hitmark bekommen? Und ich dachte, hä, seit wann bekomme ich einen Hitmark, wenn ich eine Leiche entzünde? Ja, ich habe mich auch gewundert. So, hey, wieso hast du jetzt einen Hitmark bekommen? Ah, ja. Aber das ist ja krass, wie was das für Prestige-Leute sind, ne? Also, die haben schon viel Erfahrung jetzt schon. Aber ich habe ihn zweimal getötet. Das heißt, die haben jetzt zwei Balken weniger. Das ist schon mal gut. Das ist Rache wert. Ja, blöd, ne? Der hatte halt Slug auch noch. Ja, deswegen. Also noch deswegen ja. Ah. Oh, das hätte gerade richtig gut werden können. Hätte ich mich weiter auf den konzentriert, ne? Im Ding, ja, dann hätte ich nicht gerafft, dass der den reanimiert hat. Ne? Krass, also hättest du es nicht geworfen, hätte ich es nicht mitbekommen. Hätte dir in die Seite geschossen. Also man hört es anscheinend nicht, wenn er den Kommando. Nee, ich hab's nicht gehört. Nee. Ich hab den, er hat nur laufen gehört. Ich hab den Hitmark bekommen, das hat mich gewundert, aber ich hab da jetzt nicht drauf weiter gedacht, ja gut, vielleicht habe ich es immer übersehen. Ja, und ich hab gedacht, der andere hat irgendwie kaum Kräfte entwickelt, ist auf einmal rechts neben dir. Ja, aber ich wusste, dass er dunkel ist und der war hell und dachte mir, wow, anderes Team. Und dann, hä, nee. Aber ich hab schnell geschalten und bin hinterhergerannt, weil ich wusste, er muss weniger Leben haben. Also, ja, ne? Dann habe ich ihn noch getroffen mit Brand, der musste sich löschen, deswegen habe ich das gleich ausgenutzt. Ne? Nee, war gut, ja. War leider dann, dass der eine doch. Ja, am Schluss, glaube ich, war es doch zu aggressiv dafür, ja, dass er eine Schrotflinte hat. Ja, das kann sein, ja. Ich war aber nervös, ich dachte, der rennt mir hinterher gerade. Dann hing ich irgendwie an der Treppe. Ich wollte reingehen und dann hing ich an der Treppe. Hast du es gemerkt? Habe ich gesehen, ja. Ah, das hat mich, deswegen war ich unter Druck. Ich dachte, der rennt mir hinterher. Ich wollte mich eigentlich healen, aber. Naja. Gut, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wieso ich diese neue Windfield nie gespielt habe. Weil irgendwie treffe ich damit nicht. Ich hab Obwohl ich getroffen. So sicher bin, dass ich drauf bin, ich habe den nur zweimal getroffen oder so. Das war schon nervig jetzt. Ich muss jetzt aber am Schluss auch halt, aber sagen, bei dem schwarzen, also bei dem schwarzen, also dunklen Klamotten, da war ich mir auch absolut sicher, dass das ein Headshot war. So, sowas von. Weil ich nur den Kopf gesehen habe. Ja, das war das. Weil wir bei dem Thema. Aber naja. Immer wieder die Lulu. Gut, dann probiere ich mein Glück mit. Ach, vielleicht spiele ich jetzt sogar mal wieder. Ach, ich spiele mal wieder Karabiner. Karabiner? Jo. Überlege ich, ob ich Lebel spiele, um den Rest zu geben, dann. Kaufen und verwenden. Ja. Oder auch nicht. Ganz schön viel eingebüßt gerade. Ich habe gerade über 600 Silber eingebüßt. Oh. Hm.
Oder sollen wir mal Mischung machen? Karabiner und Schrotflinte. Also Fern- und mittlere Distanz- und Schrotflinte. Weil ich sag Auch mal so, der machen, Karabiner ist ja schon in Richtung Nahkampf. Also es ist wirklich mittlere ne? Distanz, dass man relativ zügig vorpushen könnte, ne? Genau, ja. Deswegen nehme ich jetzt mal, was einfach am günstigsten ist, das. Passt. Wenigstens habe ich Alligatorbeine und Blutarm schon mal. Das ist schon mal ganz nice. Ich muss aber sagen, ich war etwas überrascht, dass der eine Schrotflinte hat. Anscheinend hat er immer mit einer fucking Pistole Revolver geschossen, rausgeschossen ja, aus dem irgendwie Fenster. sowas, ja. Es war. War jetzt unerwartet. Leider. Ja, schade, weil ich habe den ja gar nicht mal so schlecht getroffen und auch im Gebäude, als ich durchs Holz geschossen habe, ne? Ja. Aber irgendwie wollte er dann nicht mehr sterben. Ich habe das dann falsch eingeschätzt. Ich dachte, er ist hinter dem Heuballen, ne? Aber dass er dann doch davor war noch, das hat mich ein bisschen irritiert. Deswegen hatte ich schon mein Aim ein bisschen weiter links. Naja, Ich glaube, ist es halt war so. purer Zufall, oder? Also, er hat gerade Nekromant gemacht und du hast einfach per Zufall den in Brand gesetzt, wo er Ja. dann den gerade eben wiederbelebt hat, oder? Ja, das war. Also, dieses Timing, holy Weil fuck. ich glaube, als ich geworfen habe, ne, Ist er gerade aufgestanden, wahrscheinlich. lag er noch am Boden. Und dann habe ich ja Ja. weggeguckt und habe ich einen Hitmark bekommen. Das hat mich kurz irritiert und dann habe ich ja gleich Steps rechts Ja. gehört und guck hin und dann war, ist er da gelaufen. Ja. Also hätte ich die Schritte nicht gehört, hätte ich mich beim Hitmarker nur gewundert. So, hä, seit wann kriegt man Genau, ich Hitmarker? Und auch. nicht weitergespielt. Also ohne die Schritte, da wäre ich wahrscheinlich am Arsch, weil hinter den Heuballen sich irgendwie versteckt hätte und dann hätte er mir auf die Seite reingeschossen. Ja. So ging es mir wahrscheinlich auch. Aber der Karabiner ist eigentlich ganz gut. Mag den Karabiner voll gern. Ist eigentlich somit meine Lieblingswaffe. Auch wenn es jetzt nicht der stärkste ist. Aber doch sehr genau irgendwie. Und man kann sehr schnell Es schießen. ist halt das. Also im mittleren Distanz, wenn der Gegner einmal daneben schießt, hat er verkackt. LOL. Das ist nicht dein Ernst. Auf der Brücke ist nochmal ein Team. Den einen habe ich jetzt zweimal schon angeschossen. Zwei Teams, das sind zwei Teams. Warte, warte. Ich muss erst nachladen. Ich habe den gerade zweimal mit der Colt in den Rücken reingeschossen. Der hat das überlebt. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Muss erstmal komplett nachladen. Fuck. Wieder leicht Da hinten? unten beim Bei dem Feuerteufel. Feuerteufel? Scheiße, ich wollte ihn anzünden. Offen. Hab getroffen. Offen. Offen. Achtung. Ich bin full flashed. Ich sehe nicht, wo ich hinrenne. Er hit mich. Schießen. Ich komme zu dir. Jetzt bin ich weg. Oh Gott sei Dank. Getroffen. Die Hunde, die machen mich nervös. Ich muss kurz nachladen, ich habe gerade. Ich habe die Hunde wegballern müssen. Zumindest den einen. Ich glaube nicht, dass es zwei sind. Ich glaube, die gehören nur zusammen. Ja. Getroffen. Muss. Einer ist oben. Auf dem Felsen hier. Hab einen. Oh, der andere hat mich. Der hat auch Schrotflinte. Ich muss kurz die Spritze reinhauen. Das war ein Monster. Scheiße, das hat nicht gereicht, ich hätte warten. Der hat auch Schrotflinte, also bleib du auf Distanz. Kann natürlich sein, dass er sein Mate schon reanimiert hat. Ich glaube, ich sehe
Du hast ihn doch auf den Felsen gekillt, oder? Nee, hier liegt sein Leiche. Das ist ein Monster. Also, okay. Ich seh's ja. Soll ich ihn anzünden? Da sehe ich den Gegner gerade gar nicht. Ich habe ihn angezündet. Wow! Wow! Entweder ist das anderes Team oder ist der so weit weg plötzlich? Da links irgendwo. Ist das anderes? Ja. Ich habe aber keine Ahnung, wo der ist. What the fuck? Also der hier brennt so vor sich hin. Hinten beim Holz. Und am Wasser. Ah, er hat mich Headshot. Ich habe ihn aber auch getroffen. Er muss sich erst healen. Kannst mich vielleicht gleich reanimieren, wenn du Glück hast. Ein bisschen abchecken vielleicht, aber er muss. Okay. Sag nicht, dass der Nekromant hat der jetzt. Nicht auf mich geschossen. Was ist der Push, der Push, der Push? Warte, warte, ich muss mich hier. Nein, nicht schon wieder, Mann! Ich hab doch auch abgedrückt! Instant, der hat auch eine Caldwell! Mann! Das ist der gleiche wie vorhin! Dieser. Der hat einen Caldwell, deswegen pusht er. Hast du ihn, oder wie? Ja. Oh Gott sei Dank. Er hat mich halt jetzt zweimal gekillt, ne? Das ist jetzt genau andersrum. Genau wieder der Schwarze, verrückt. Ja genau, die sind, anscheinend ist es eine sehr, sehr gute... Aber danke fürs Löschen. Ist natürlich jetzt doof, dass ich zwei Lebensbalken verloren habe. Aber komisch, weißt du, er macht mir wieder instant immer mit einem Schuss... Na gut, vorhin hat er, war das ein Headshot, das war jetzt aber mit der Caldwell. Instant Dead, ja gut, ich hatte einen Lebensbalken weniger, weiß ich nicht. Naja. Na gut. Ja, jetzt hörst du mal auf. Wir könnten jetzt Hinweise suchen. Ich tu mal, komm mal kurz her, ich tu hier mal eine Muni-Kiste schon hinstellen. Aber gut gefightet, gut gemacht. Joa, ich wünschte, ich hätte ein bisschen öfters getroffen. Ja, ich wünschte, ich hätte den jetzt öfter getroffen. Weil den da unten habe ich dreimal erwischt, ne? Das ist halt wieder das für einen Karabiner, ne? Anscheinend habe ich so wenig Schaden gemacht, dass er sich nicht mal heilen musste. Ja, es ist natürlich dann... Aber endlich haben wir mal einen Fight gewonnen, obwohl es direkt neben uns gespawnt ist, ne? Ja. Dachte weil die auch. Fights sind für uns irgendwie immer ein bisschen heftig. Ich räume kurz mal auf, ja. Hast du da Hinweis? Ne. Was ist denn der? Ich hab bei diesem fetten Feuer. Oh, der Fight, der war... Beim einen konnte ich meine Dinge richtig gut ausnutzen, die Schrotflinte. Aber bei ihm war es so halt, dass der auch eine Schrotflinte hatte. Und der hat irgendwie immer eine Sekunde vor mir abgedrückt. Also ich habe immer, als ich gestorben bin, habe ich genau in der Sekunde habe ich auf die Maus gedrückt. Klassiker. Boah, fuck. Alter. Sorry, ich habe mich gerade sauer erschrocken. Alter, ist das Feuer laut? Yep. Okay, der schlechter wird verbannt, also nicht die Spinne. Die Hunde. Es wäre auf der anderen Seite der Map, wenn wir schnell sind
und vielleicht das Team war, wir, beim anderen Team ist vielleicht ein anderes Team und wir sind jetzt hier alleine eventuell. Schüsse sind schon weiter weg. Ja, weil wenn wir ganz schnell die Spinne machen mit einer Schrotflinte. Ist bei uns ein Ausgang, wäre es sogar in der Nähe. Eben, deswegen meine ich vielleicht. Auch Munition. Also. Natürlich, wenn Gegner kommen, aber dann müssen wir jetzt. Also, wir spielen auf Risiko. Wenn jetzt Gegner kommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass zumindest ich sterbe. Ne? Ah, wegen deinen Lebensbalken. Ich habe zwei Lebensbalken weniger, aber zwei kleine, das heißt theoretisch nur einen großen. Alle wissen nicht bei der Spinne. Wäre natürlich cool gewesen. Oh, scheiße. Wo ist denn dies? Hast du sie? Ja. Achso, da war der Hinweis. Oh, warte. Ich stehe stand direkt drauf, ja. Das ist bei Prussen, hm? Ey, wieso? Ja, genau. Oh, nein! Oh Gott. Das sind zwei Wasserviecher. Ach Gott, zack. Hier kommen wir durch. Auch Wasserviecher. Was? Oh. Wäre ich dir fast noch reingelaufen, ey. Und noch ein bisschen. Oh. Alter, was ist denn? Wie kommen wir hier durch? Oh, come on. Alter, what the fuck? Das hört gerade gar nicht auf, ey. Ich würde mal sagen, wir sollten ja mal. Da wäre ein Wagen rechts von uns. Sollen wir den mitnehmen? Nee. Oder doch? Vielleicht? Nee, bei Prison wird schon genug Wagen geben. Oder Muni geben. Warte, aber ich hab Sondermuni. Ich vielleicht. Ja, dann doch geht doch, Prüß. Doch sicher. Dann, wenn du Sondermuni hast, ja. Ja, ich hole auch noch richtige Muni. Boah, jetzt wird's wieder kritisch. Wenn die anderen direkt runterlaufen zu uns, weil sie doch noch irgendwie was wollen, dann wird's heftig. Wenn's bekämpft werden, wär's. Ne, Haftbomben habe ich leider nicht. Ah, das war die letzte Runde. Ja. Ach so. Ah gut, das wird kritisch. Ich hab Schrotflinte, da hätte ich eventuell Hoffnung. Ja. Viel mit Brandarbeiten. Ja, ich hatte auch eine Brandbombe dabei, ja. Einer beim Schlechtaktor? Ne, zwei. Ist es weiß? Ja. Hunde? Achso, das war's weiß. Ich glaube, die werden ja rauslaufen, oder? Zwei Ausgänge? Schon ja, mal. Hätte ich es auch vermutet. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier drin bin vor diesem Bus. Da wäre wieder was, aber ich kann leider nichts nehmen. Wo ist denn die Spinne? Haftbombe! Ne! Nice! Geil. Hä, wie kommt man da hin? Hier rein? Boah, wenn ich jetzt verschmeiß, ohne Witz, ich hasse mich dann selber. Ich lasse dich mal ganz in Ruhe rein. Ui, komm. Du hast relativ lange Zeit bei Haftbombe, also wenn sie wirklich stehen bleibt, die Spinne. Jawohl! Ja. Wow! Oh, was? Was? Hab's ja. Nein, doch nicht. Hab's ja. Gut. Alter, ich hab jetzt fast. Ich bin fast verreckt jetzt noch, ne? Ich hab's aber erschrocken. Hat die getroffen? Hat die Haftbombe jetzt? Ist sie jetzt schon explodiert? Ey, was?
Die ist nicht explodiert? Die ist nicht explodiert. Hä? Was? Du hast die 100 Pro getroffen. Ich hab, ja, ich hab sogar einen Hitmarker bekommen. Was ist das jetzt? Hä? Oh Mann, ey. Komm her, du Sau. Noch was? What the fuck? Das habe ich ja noch nie erlebt. Wow! Wow, was? Alter! Digga! Wieso schießt du auf mich? Nein, ich habe nicht auf dich geschossen. Ich habe auf die Laterne da hinten geschossen. Genau in dem Moment bist du reingelaufen. Sorry. Hast du viel Leben verloren? Nee. Nee, einen kleinen Balken. Los! Yeah. Erstmal selber anzünden. Noch was? Was machen die anderen? Die bleiben noch oben. Also werden die gecampt oder wie? Oh ja, schön durch die. Ich krieg dann mein Leben wieder, wenn wir den killen. Fällt mir gerade ein. Nein! Ja, ja. Doch, darum ist es so wichtig, dass wir den killen. Aua. Sau. Nice. Hallo? Hallo? Alter, die ist ja noch gekrabbelt, seit wann macht denn das? Geil, ich hab mein Leben wieder! Nice! Hat sich richtig gelohnt. So, Falle erst aufstellen. Mach, guck nicht. Hier ist Munition. Hier ist meine Falle. So, vor dem Tor liegt eine Falle. Da liegt auch eine Falle. Nochmal eine Falle? Mal da wäre nochmal ein Tor. Okay, Moment, hier ist ein Fenster. Hier kann man einfach nur reinspazieren, okay. Hier wäre vielleicht eine Falle ganz. Aber du normal. Kommst hier nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Da kannst du nur raus. Ah. Weil das sind wir hochgelaufen, die Metallleiter. Reinwerfen. Klar, reinwerfen kannst du was, ja. Schaut's hier aus? Nee, ich wollte auch nicht rein. Mal zu. Hier ist auch gleich Heilung. Aber hier kann man nicht von oben oder so rein. Es sieht schon geil aus hier, ne? Mit dem ganzen Nest hier und so. Das haben wir hier ist relativ cool geworden. Ja, ja. Aber hier kann man nur irgendwie unten rein, also hier die Tür, drüben die Tür, dann vorne zwei Türen. Vier und Türen. Ja. Wenn ich das richtig sehe. Und dann diese zwei Eingänge, nenne ich es mal, wo man was reinwerfen kann. Ja. Boah. Ich hoffe einfach mal, dass sie da nicht reinkommen. Ich glaube aber sogar, dass hier keiner ist, dass wir ja unsere Ruhe haben. Also wir werden irgendwie bekämpft. So. So viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Ich habe diesmal voll die leichten Daily und wöchentliche, sogar sehr leicht bei mir. Na, die wöchentliche 100 Schwarmütter killen und täglich 8 Schwarmütter mit durch Kopfschlüsse killen. Ich habe 25 Fleischköpfe erschießen. Es geht sogar, wenn man aktiv die natürlich dann immer erschießt. Was? Wöchentliche? Ja, wöchentliche. 25? Das ist ja schon viel, oder? Krass. Oh, ich weiß nicht. Also in einer normalen Runde kriegt man das ja nie hin. Nee, aber das ist da ja. Da muss man die ja aktiv farmen irgendwie. Einer Woche. Wenn du pro Runde ein so ein Viecher erschießt, am Tag machst du, keine Ahnung, 3 Runden. Und du musst dann noch erschießen, also mit Haftbombe und so geht das gar nicht. So. Das stimmt. Aber du kannst ja anzünden und dann dauerhaft draufballern. Es geht schon. Es geht, also es gab schon schwierigere wöchentlichen. Meine tägliche sind 7 Höllenhunde mit Nahkampf-Killen. Ah ja, das ist auch möglich. Doktor, oh, okay, das hat gewechselt. Okay. Dr. Hell.
Dann ist aber schon unwahrscheinlich, dass jemand bei uns ist, ne? Finde ich. Schaust du oder ich? Okay, ich schau. Nichts. Nice, jetzt können wir einfach rausspazieren. Ja. Will aufpassen? Falle. Nice. Die Dailies sollte ich hoffentlich hinbekommen. Ja, noch 5 Schwarm mit da erschießen. Also, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich mit. Also, dass 2 Lebensbalken weniger und man schafft es trotzdem noch. Mhm. Das war jetzt überraschend, aber positiv. Aber irgendwie klappt, dass die Haftbombe nicht. Ich verstehe nicht. Explodiert ist. Also. Keine Ahnung. Ich habe das auch nicht so ganz, ganz gerafft. Also, das muss ich mir dann nochmal angucken, ob ich getroffen habe oder. Aber ich habe sogar den Hitmark bekommen. Und den bekomme ich doch nur, wenn ich den berühre, oder? Ja, Chaosbombe war es auch nicht. Löschen oder so kannst du das ja nicht irgendwie, oder? Mit ihrer Spucke oder so, mit der Gift oder was weiß ich. Ah, ich brenne. Weiß ich nicht, ob man. Ob man mittlerweile. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon mal passiert ist. Ja, ich überlege gerade, ob man vielleicht die. Ob die wirklich. Weil Granaten. Bei Erstickungsbomben gehen Granaten ja aus. Ne? Ja. Dreh dich um. Und vielleicht ist es bei Giftgranaten oder Giftbomben. Auch, also bei so der Giftwolke, dass das ausgeht. Und die hat eine Giftwolke da gemacht. Weil ist er da ausgegangen? Ich wäre komisch, aber. Sag niemals nie. Das wäre mir aber neu, muss ich sagen. Hm. So, jetzt sind wir am Ausgang, ich guck nochmal. Aber ich glaube nicht, dass wir da waren, wäre schon merkwürdig. Jetzt ist ja. Die Frage, jetzt haben wir 2 Runden hinter uns, ob ich die alte Ausrüstung wieder nehme. Nee. Ob ich die Aufnahme beende und sag 2 Runden für YouTube und dann einfach eine neue mache, dann hätten wir 2 Folgen. Oder ich sag wirklich Streams. Streuen. Oder ich sag wirklich immer 1 Stream. Ich glaube sogar, dass ich immer so 2 Runden aufnehme und dann. Weil ich weiß auch nicht, ob es gut geworden ist, weil ich habe 500 ausgelassene Frames durch Codierungsverzögerung. Also irgendwie das Aufnehmen funktioniert immer noch nicht okay. So. Es ist jetzt 0,4% von den insgesamten Frames, also nicht so tragisch. Irgendwann mal ja, hat es mal ein bisschen geruckt. Genau, also bei Hand hatte ich auch irgendwie immer so ein bisschen. Also beim Streamen musste ich ein bisschen Feintuning machen und beim Aufnehmen habe ich es einmal gemerkt bei Hand irgendwie. Bei Streamen habe ich gar keine Probleme. Null. Da habe ich immer 0 ausgelassene Frames. Außer wenn ich gerade raustappe und reintappe. Aber nee, bei der Aufnahme, der jammert schon viel. Ja, wahrscheinlich vielleicht bei den Aufnahmen auch die Einstellung so beim Streaming anpassen irgendwie. Ich weiß nicht. Bitrate etwas runter tun oder so. Weil beim Aufnehmen hast du wahrscheinlich eine Bitrate von 15.000 oder so, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, dann machen wir das sowieso. Trotzdem bedanke ich mich bei allen, die bei YouTube natürlich dabei waren. Und hoffentlich sieht man sich dann in dem nächsten Stream hoffentlich. Jederzeit auf Twitch. Comscroll einfach eingeben und dann. Link ist. Unten drin in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen.